Hallo und willkommen auf meinem Backkanal. Da man bei diesem Wetter nicht immer Lust hat, den Backofen anzumachen, habe ich heute wieder ein No-Bake-Rezept für euch. Und zwar einen Waffelkuchen, der besteht aus einer leckeren Sahne-Schmandcreme, Kirschen und natürlich Waffeln. Und dieser ist in maximal 10 Minuten fix und fertig und muss nur noch gekühlt werden. Ja, dann fange ich direkt mit den Zutaten an und wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Und das sind die Zutaten: 400 Gramm Schmand, 600 Milliliter Sahne, ein Glas Sauerkirschen, 21 Waffeln, 100 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 3 Päckchen Sahnefest und 2 Päckchen Tortenguss Fix. Zuerst wird die Sahne mit dem Sahnefest aufgeschlagen. Nun stelle ich sie kurz zur Seite und verrühre die anderen Zutaten miteinander, also den Schmand, Zucker und den Vanillezucker. Und nachdem sich die Zuckerkristalle komplett aufgelöst haben und eine cremige Masse entstanden ist, kann auch schon die Sahne untergehoben werden. Und somit ist auch die Creme schon fertig. Ich verwende hierfür eine Auflaufform von ca. 19 x 28 cm. Ihr könnt aber auch natürlich eine etwas kleinere oder etwas größere nehmen. Und diese lege ich jetzt mit den Waffeln aus. Nun gebe ich ca. die Hälfte der Creme auf die Waffeln. Dann fahre ich mit den Waffeln fort. Jetzt verstreiche ich noch die restliche Creme. Anschließend kommt dann noch die letzte Waffellage. Und dann kommt das Ganze für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit stelle ich schon den Tortenguss her. Hierfür verwende ich diesmal Tortenguss Fix, da es einfach schneller geht. Denn hier schütte ich nur dementsprechend kochendes Wasser hinzu. Also bei 2 Päckchen sind das jetzt hier 500 ml und verrühre das Ganze für ca. 2 Minuten. Die Kirschen habe ich schon abtropfen lassen, verrühre sie jetzt kurz mit dem Tortenguss. Und gebe sie jetzt vorsichtig auf die Waffeln. So, und jetzt wird der Kuchen für mindestens 3 bis 4 Stunden gekühlt oder am besten über Nacht, damit die Creme schön fest werden kann. Die Kühlzeit ist rum, der Waffelkuchen ist servierbereit und natürlich schneide ich noch das allererste Stück für euch an. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und jetzt wollte ich mich nochmal bei euch bedanken für die netten Kommentare und Privatnachrichten, für eure Unterstützung mit den Däumchen. Wirklich vielen Dank dafür und jetzt sage ich nur noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.